Herzlich willkommen zu Let's Play Last Cars, Folge 71 bei mir und Folge 76 bei mir. Und ja, wir haben wieder genau das gleiche sozusagen wie in der letzten Aufnahme gemacht. Und zwar... Außer, dass wir halt nicht im Makan waren, sondern eher in der Pyra. Aber in der Pyra hat es sich nicht so wirklich gelohnt. Jetzt schon, es hat sich gelohnt, aber es wäre ein bisschen sinnvoller gewesen, hätten wir in der DZ angefangen. Haben wir ja in der zweiten Folge dann, ne? Ich hab die voll reingeredet. Ja, aber wir wollten unbedingt aufnehmen. Ja. Also besser gesagt ich, ne? Also ich hab ein bisschen, Gestern, als ich vom Tischtennis wiederkam, habe ich sofort gesagt, okay, jetzt nehmen wir LC auch von mir aus. Ich hab nicht gesagt, wir nehmen jetzt, ich hab mich nicht von dir überreden lassen, sagen wir so. Naja, also, nee, er meinte, dass wir lieber eine DZ aufnehmen sollen und ich war ein bisschen stur und meinte, ist doch egal. Und dann dachten wir auch, DZ wäre um 11. Um 11, aber dann war sie erst um 0 Uhr, aber wir haben ganz schön lange auch aufgenommen, 2,5 Stunden oder so. Ja, wir haben um 10 Uhr, genau Punkt 10 Uhr ungefähr, ein paar Minuten später haben wir aufgenommen und dann bis ungefähr 12:30 oder so. Und ja, da seht ihr mal, dass wir doch noch was für LC tun. Aber ich habe mal überlegt, also wir waren ja die ganze Zeit eigentlich bei 103ern, was sich eigentlich am meisten lohnen würde, aber 103er ist ja, ich habe mal geguckt, ist wirklich das Sinnvollste, was du nicht in der Pyra in dem Level klocken kannst. Ja, also um jetzt auch nicht Samen unbedingt zu verschwenden. Später einfach bringt das auch noch gut FP. Zum Beispiel, wenn man 103 ist, angenommen, kann man da gut... Naja, das Problem ist ja nur bei denen, dass die halt immer so ewig dauern, aber das ist halt das Endresultat, ne Paul, wenn man einfach zu wenig am Anfang gefarmt hat. Wir hatten zu wenig am Anfang gefarmt. Junge, ich habe gestern 50, 60 FP nachgefarmt, ne? Ey, das ist ja mal richtig krass. Musst du noch 2 Nullen anhängen, dann wäre es vielleicht mal ganz akzeptabel. Dann machen wir noch 10 Mal, dann sind wir bei Folge 380. Nein, also, man könnte natürlich, also eine 103er, eine antike Mumie, hat dreimal so viel EXP bringt, die wie ein 100er. Kann man, der 100er geht vielleicht schneller down, aber das wären einfach mal 3 EXP-Samen, die du dann drauf gehen würden. Und wenn man noch ein bisschen was sparen würde, dann lohnt sich die auf jeden Fall viel mehr. Ja, die Sache ist einfach, wenn man angenommen... Achso, meinst du, die bringt dreimal so viel, wenn man beide... Wenn man eine P-Samen reinhaut oder ohne? Nee, also ohne alles hat eine Antike 24 Millionen und ein 100er hat ohne alles 8,7 Millionen. Also... Ja, aber ich, also ganz blöd gesagt, ich glaube, man haut wirklich 3 kreischende Zombies in der Zeit von einer Antiken runter, oder? Müssten wir mal ausprobieren. Ja, genau. Also ich weiß nicht genau. Ey, lass mal so eine Extra-Folge, so ein Special machen, wo wir... Ach nee, scheiße, du hast ja wahrscheinlich... Wir hauen ja unterschiedlich schnell, ne? Na und? Wenn nicht, machen wir das mal mit Night Shadow. Ja, stimmt, Night Shadow. Gute Idee. Keine Ahnung. Ich habe eh eine Idee gehabt, dass ich irgendwie... Du bist ja 5 Folgen vor mir, ne? Dass ich irgendwie 5 Special-Sachen reinhaue, damit wir wieder auf dem gleichen Level, auf dem gleichen Folgenstand sind. Wie lange die wieder zum Rendern brauchen für dich? Ey, ich wandere auch schnell seit neuestem, ne? Das hast du gar nicht mitgekriegt. Ja. Mein LC hat fast so schnell gerendert wie deins. Und dabei habe ich auf niedrigen Dings gestellt. Naja, aber ich denke mal, wenn du dann, du bist jetzt, du bist in dem Part, hast du kein Level abgeschafft, ne? Nicht. Im nächsten auch nicht. Ach shit, das habe ich jetzt verraten. Ich habe es einfach versucht, nicht zu sagen, aber mit 94 kannst du ja dann 100er ein bisschen Igni auffreshen, ne? Stimmt. Aber das dauert ewig und auf US. Da werde ich wahrscheinlich eine Stunde lang, also 10 Minuten Part, zum Mistloppen, nur um Igni Level 1 zu machen, ne? Na, ich meine, sie geben ja auch EXP letzten Endes. Also ja, in der DZ machst du halt bei Zombies einfach ohne Samen. Hm, stimmt. Aber das ist wieder so eine Frage, ob sich das Igni wirklich rentiert, dann letzten Endes, ob das jetzt schneller geht, um zu leveln, ob sich das vorher überhaupt... Manchmal machst du auch totale Verluste. Also am besten ist sowieso, wenn du beim Igni reinhauen einen Disconnect kriegst. Ist relativ sehr ärgerlich. Ja, man kann aber sehen, ich habe ja gestern Igni Level 1 gehabt, aber das sieht man dann in der ersten Folge 72, das will ich jetzt eigentlich noch nicht vorverraten. Und ich muss mal sagen... Nee, das sage ich jetzt noch nicht. Das wäre Wissen, das ihr nicht haben wollt, sollt. Ja, das ist sehr nett von dir, Paul. Danke. Moment, wir nehmen 4 Minuten 25 auf. Und bei 4 Minuten 25 warte, 4 Minuten 30 jetzt. Da haben wir gerade einen Ancient Skimming Zombie angegriffen und ich habe mit Yike geschrieben. Nein, wir haben auch zwischendurch ein bisschen die Quests gemacht. Stimmt. Aber die Quest, die lohnt sich nicht wirklich von der EXP, die zu machen. Ja. Ich glaube, die geben dir vielleicht 0,7% oder so. Ja, ich habe die Quest dann mit Lilia, also dreifache EP gekriegt, ne? Und dann habe ich 0,6 oder 5% gekriegt. Das seht ihr dann auch in irgendeiner Folge. Ich weiß nicht mehr genau, ob es der zweite oder erste Part war. Naja.
Na, ich habe Paul auch am Anfang, das ist schon weg, habe ich ihm auch noch eine Kette geschenkt. Oh, stimmt. Weil ich so nett bin. Danke dafür, ne? Ich weiß nicht, ob das ja, im ersten also, Part war. Ja, er war jetzt nur eine War das im ersten Part oder im zweiten? Das war schon fast am Anfang bei der ersten Minute oder zweiten. Echt? Oh. Also bei Folge, bei Minute 5, 7, da müssten wir ja ungefähr auch gerade sein, da waren wir gerade, da hat Jaik mir ganz viel Zeug geschenkt, dafür danke und ja, danke. Na jedenfalls, ja, war nur eine HR mit ein bisschen Crit, 30, aber naja. Ja, mal sehen. Vielleicht gebe ich dir also da irgendwas auch für wieder. Ja, nein. Nee, ich habe ja, langsam, ruhig. Es war ja auch so, ich bin ja eigentlich noch auf der Suche nach 90%, noch eine zweite 90er% Crit. Ja. Aber ob, ja, ich weiß nicht, also, eigentlich sagt man ja beim Königsritter, wenn du 1200, hier Crit hast, sollst du ab, sollst du nicht mehr Guest skillen, sondern eher, auf Cone, nee, Stärke. Mhm. Aber ich weiß nicht, also ich, mit 1200 hast du ja, wenn immer noch nicht genug eigentlich Crit, du kannst ja nie genug Crit haben, außer wenn du Dauercrit hast, aber der ist dann eigentlich so gut wie gar nicht erreicht beim Königsritter. Ja, beim Königsritter braucht man wirklich drei Ketten mit 4x3, 30 Crit oder so, da würde man trotzdem nicht Dauercrit machen, würde ich mal schätzen, oder? Naja, ich habe ja insgesamt, 210 auf Schmuck. Ja, 210 und 240 halt noch durch die Duals. Und manchmal, wenn ich noch 25% Crit reinhaue, habe ich immer noch nicht Dauercrit. Oha. Ja, das, aber, naja. Was soll's? Yes. Und wir sind gerade bei, 6 Minuten 46. Und da machen wir gerade was, Basti? Müssen wir mal kurz gucken. 6 Minuten. Okay, bei mir hat sich gerade aufgehängt. Ja, also es ist ziemlich blöd mit dem nach, weil es auch so schnell ist. Wenn es jetzt normale Geschwindigkeit wäre, dann würde es bei uns nicht so haken, aber. Ich habe gerade meinen Rainforce-Troll, der um die Ecke stand und mir nicht folgen wollte, geholt. Und jetzt greife ich einen Screaming-Zombie an. Na, ich räume gerade mein Inventar ein bisschen auf. Und ich habe einfach permanent. Eigentlich, was ziemlich dumm ist, habe ich immer roten Nen reingehauen. Also, nee. Die ich überhaupt nicht brauche. Ich habe nicht mal einen HP-Absorb mehr reingeholt. Ja, ich auch nicht. Ich hatte nur Mana-Absorb und ansonsten halt nur was ATK einfach erhöht. Also sprich, roter K. Ja, die haue ich irgendwie jedes Mal bei jedem einzelnen Scheiß-Mob, dass ich kloppe, haue ich immer. Achso, und hier eine normale Platin-Lilie. Gibt ja 250% EXP. Ja. Und ich würde mal gerne nochmal ausprobieren, ob sich das lohnen würde, wenn ich jetzt 200, eine normale 200er nehme und dazu noch so ein 3 Tage 30% Ding plus noch ein 30 Tage 3% Ding. Ich habe zwei verschiedene von den Dingern. Das und, ist eine Frage. Ja, das probiere ich wenn heute nochmal aus. Ja, können wir ja mal. Ich versuche dann eins vor dem Tischtennis und dann während des Tischtennis zu rendern und dann können wir mal sehen, ob wir dann heute Abend nochmal aufnehmen können. Wäre schön. Jo. Ansonsten, ich bin ja sowieso auf der Suche nach dem nächsten Projekt. Ach stimmt, du wolltest ja... Naja, ich sag manchmal noch nichts. Vielleicht kann sich auch manche vielleicht denken, aber ich weiß noch nicht genau, welches oder was. Oder wie, ich muss mal einfach... Ich glaube, es hört sich richtig oldschool, aber ich gehe mal, glaube demnächst einfach mal ein bisschen... Wie früher einfach mal schön in irgendeinen Laden und guck mich da um. Oh, jetzt reicht's. Jetzt bist du wirklich bei mir unten durch. Moment, ich schick den Link, das ist ein Laden. Spaß. Nee. Naja, also, weil ja mein Reach der Zerstörer-Projekt ist ja fast zu Ende. Mhm. Wer es vielleicht mitverfolgt, das schöne asynchrone Projekt. Ja, unser Pokémon-Projekt. Es regt mich so auf, dass es asynchron ist. Ich weiß, ich habe keine Ahnung wieso, ja, aber... Unser Pokémon-Projekt, ne? Müssen ja wir halt auch mal weitermachen, ne? Was? Ey, du hast die beiden Saves, also ich habe hier gar nichts mit Pokémon hier. Ja, wie gesagt, die brauchen ein besseres Programm. Die Camtasia, das nimmt irgendwie so laggy auf und dann ist das scheiße. Na, bei mir nimmt nicht laggy auf. Ja, halb laggy. Okay, wahrscheinlich, wenn ich nebenbei irgendwie Skype und Camtasia und... Magic's Movie Music Maker und dann noch YouTube und alles aufhabe, dann ist es natürlich kein Wunder bei mir. Und wenn wir da noch Telen mit Bildschirmübertragung, ne? Ja. Dann ist natürlich. Also ich hab jetzt, warst du jetzt schon, du bist ja noch später, bist ja noch woanders hingegangen, ne? Warte, bei 9 Minuten 40 bin ich gerade. Ja, da bin ich schon im Seelenturm. Ich gehe gerade. Also, da warst du im Seelenturm. Ich habe jetzt auch mal hier gerade noch LC-Guide offen. Ich guck mal gerade die XP von den Viechern an. Okay.
Und vergleich die mal mit denen von der Pyra. Also, die 103er, die ich halt gekloppt habe, die bringen 24 Millionen. Mhm. Ja, ich habe von diesen 93 oder 94er Bossen da. Nee, ich weiß nicht, wie die. White Slasher, 91er Bossen da. Ja, jedenfalls der 490er. Meinst du 490er? Nee, ja, Fliegender Tod, meinst du? Ja, die habe ich auch, gekloppt, aber das ist erst im nächsten Part. Naja, der bringt auf jeden Fall 9 Millionen, aber ob der. Die Sehnturm-Mobs, die dauern aber auch ganz schön lange. Was, der bringt so viel kreischende Zombie? Na, zum Beispiel ein Schattenmagier, der ging bei mir ziemlich schnell. Der war bei mir 3-Hit. Mhm. Also mit Skill. Ja. Der bringt 4,3. Ob die jetzt. Na gut, es ist wieder totale Samenverschwendung, dann kann ich gleich 100er kloppen. Ja, ich habe bei den 94ern auch Samen reingehauen und dann dachte ich, oh, der bringt ja viel, aber im Endeffekt ist es gar nicht so viel gewesen, ne? Ja. Na, ich werde auch nochmal klein ein bisschen droppen gehen. Hm. Weil ich habe mir auch ein paar Dropsamen auch schon besorgt. Weil ich wollte mir nämlich noch die 85, 87er Rüstung nachträglich ein bisschen besorgen. Wenn auch nur die Brustplatte. Weil ich brauche eine Brustplatte. Hm. Mir ist letztens auch eine kaputt gegangen, eine schöne. Hm. Und also die 86er kriegst du bei Mimic Fürst, den 97er, diese ollen Schatzkisten. Die droppen die bis B6. Okay. Weil die 95er, 97er ist sau selten zu droppen. Also auf dem Office-Server, ne? Also wir spielen ja, wie gesagt, auf dem USA-Office-Server. Kein PS-Server. Achso, und ich habe nur noch 19 Sekunden Zeit. Ich wollte nochmal sagen, unten sind die beiden Logos wieder verlinkt. Ihr könnt entweder auf meins klicken, um auf meinen Kanal zu kommen, oder auf Bastis klicken, damit er auf seinen Kanal kommt. Und ich verlinke auch seine Folge. Und ich verabschiede mich jetzt noch 6 Sekunden. Ich sag mal, alles haut klar rein, Basti. Und von mir auch. Tschüssi. Tschüssi. Und ja.